So, da sind wir wieder zurück bei Call of Duty Black Ops. Bei Call of Duty Cold War. Und wir bestätigen unsere Akte. Sobald du bestätigt, kannst du Personalprofil deines Charakters nicht mehr ändern. Ich bestätige. Willkommen in West-Berlin. Berlin? Wir haben eine Mission. Park. Adler. Bell. Fangen wir an. Fangen wir mal an. In den letzten 48 Stunden gab es vermehrt russischen Funkverkehr. Die CIA und das Verteidigungsministerium löchern ihre Quellen. Muss ich auch wieder rausschneiden. Alter, es ist echt. Wenn nach etwas Wertvollem. Bisher nichts über Perseus. Der MI6 hat auch noch nichts gefunden. Irgendwo müssen wir anfangen. Also kehren wir hierher zurück. Vietnam, 1968. Unser bisher intensivster Kontakt mit Perseus. Scheiße. Ein Teil von mir hat gewusst, dass uns die Mission nicht in Ruhe lässt. Pack alles aus, was wir über den Angriff in Da Nang haben und zeig es Park. Sie vergleicht es mit MI6-Daten. Wir suchen Codenamen, Übertragungen, Verbindungen zwischen Russland und der NVA. Alles, was eine Spur sein könnte. Alles klar. Bell, hier kommst du ins Spiel. Deine MI6-Erfahrung hat unserem Team in Vietnam geholfen und jetzt zähle ich wieder darauf. Geh zur Beweistafel. Wir verfolgen unsere Schritte durch Da Nang zurück. Alles, was eine Spur zu Perseus sein könnte. Checken wir das mal. Nachdem ich den Sound angepasst habe. Das reicht. Sims sucht den Rest für dich raus. Danke, Agent Azulay. Die medizinische Ausrüstung ist im Hinterzimmer. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Okay, was ist das da? Können wir uns das angucken? EF. Achso, wenn wir da drauf gucken, dann okay. Ich muss ein paar dieser alten Negative entwickeln. Du kannst loslegen, wenn du bereit bist. Die Dunkelkammer ist soweit funktional. Ich warte nur noch auf ein paar Lieferungen, um sie fertigzustellen. Ah, lol. Radio. Jawohl. Adler? Bell, du siehst etwas blass aus. Bist du bereit? Ich find's lustig, wie er ohne Mundbewegung sprechen kann. Okay. Ging mir nie besser, keine Ahnung. Da lang war hart. Ich habe Schwierigkeiten, mich an den Namen zu erinnern. Was? Ach, da lang. Schon gut. Ging mir nie gut. Besser. Du bist in der Liste meiner Lieblinge aufgestiegen. Vorbei an Lazar. Glückwunsch. Messtafel auf sich. Warum sollen wir über uns da mit so reden? Park kommt mir vertraut vor. Dort platzieren wir wichtige Infos. Eine pro Mission. Bilden Verbindungen. Ich will eine rote Linie zu Perseus. Ihr könntet euch beim MI6 begegnet sein. Ihr habt vielleicht eine besondere Bindung. Bleib aber professionell. Dann hätten wir zu den anderen zwei, hätten wir das gleiche gekriegt, nur mit jemand anderem. Okay, alles klar. Schon genutzt.
Der Unterschlupf? Ich war schon mal eine Weile hier, vor Jahren. Dieses Mal nur ein paar Tage. Frag Lazar, kriegt gar nicht genug von Unterschlüpfen. Okay. Hast du schon mal mit Lazar zusammen? Hatten ein paar gemeinsame Jobs. Guter Kerl, wirst ihn mögen. Er nimmt's recht locker. Okay. Ich finde die Charaktermodels so geil. Eine Mission reden? Es wäre gut für Park, das direkt von uns zu hören. Vielleicht haben wir was übersehen. Alles klar. Dann lass dich wieder blicken. Gut, können wir mit den anderen auch noch quatschen? Ach du Scheiße. Aber finde ich geil, finde ich geil. Wie lange bist du schon bei der CIA? Ich habe mit der CIA seit über 10 Jahren zu tun. Aber für sie arbeiten, tue ich seit fast 5 Jahren. Ich bin in DC geboren. Meine Eltern zogen nach Israel, als ich klein war. Doppelte Staatsbürgerschaft hat ihre Vorzüge. Israel? Ja. Nach der Uni bin ich bei den israelischen Streitkräften gelandet. War auch im Einsatz. Danach kam der Mossad. Da arbeitete ich zum ersten Mal mit der CIA. Und gelegentlich mit unserem Boss Adler da drüben. Okay. Ich gewusst, wie hier stehst du auf Unterschlüpfe. Das hier ist Luxus. Frischluft und viel Platz. Versuch's mal mit 5 anderen in einem 50 Quadratmeter Drecksloch. Die lange Fahrt nach Berlin ist es wert. Glaub mir. Okay. Du weißt wahrscheinlich mehr als ich. Ich schätze, das wollten die hohen Tiere für sich behalten. Genug geredet. Sims, Sandsack. Scheiße, ja. Sekunde. Sims, können wir mit ihm auch quatschen? Die müssen wahrscheinlich gerade was taken. Park. Wie sieht's aus, Belle? Na, was, Vietnam-Geschichten? In diesem Fall sehr. Du sollst hilfreiche Informationen aus erster Hand haben. Ich glaube, ich habe schon nicht mehr über Vietnam gesprochen. Es muss schwierig sein, Belle. Ich erahne wohl kaum, was du durchgemacht hast. Darüber zu reden wäre vielleicht therapeutisch. Du kommst mir gern vor, haben wir schon mal... Du und ich. Um ehrlich zu sein, bin ich mir sicher, dich schon mal im Century House gesehen zu haben. Aber jetzt bin ich kaum noch in London. Kann sein, kann sein. Ne? Ich könnte mich erinnern, kann sein. Kann ich was für dich tun? Nun, bin gespannt von deiner Zeit in Indochina zu hören. So nah an Perseus. Naja. Was weißt du denn über Perseus? Nicht so viel, wie ich gerne wüsste. Ich habe Erfahrung mit anderen wie Perseus. Alles Schachspieler. Natürlich. Ich sage gern den nächsten Zug vorher. Na gut, ich lasse dich dann mal in Ruhe. Ich widme mich mal meiner Tafel. Kann ich eigentlich noch mehr angucken? Kann ich hier so was angucken? So nicht. Hallo? Aufschließen? Okay. Wa. Tintenakte. 2. Okay. 1. 2. 3. Nix. Okay. Es gibt also irgendwo hier einen Code, den ich dann da eingeben kann. Warte mal. Wie viele? 1, 2, 6 Kombinationen. Eine 6er Kombination. Alter, wie riesig ist das? Ich kann hier überall rumgehen. Naja, gut, ich kann hier nicht durch. Sechser-Kombination. Patientenakte 1-1. Also die Patientenakte ist 1-1. Patientenakte, also 1-1.
1. Ah, 1. 1. Bleibt das gespeichert? Nee. Okay, 1, 1. Eins, eins, zwei, zwei. Okay. Jetzt haben wir vier. Und dann 3-3 oder was? Ach komm schon. Als ob es so einfach ist. Komm schon, kann man nicht reden. Hier noch irgendwo eine Akte? Komm schon. Tempo, Tempo. Eins, eins, zwei, zwei. Als ob das 3-3 ist dann. 5-3. Huch. Lol. 1-1, 2-2, 5-3. Das hätte ich mir etwas schwieriger vorgestellt. Okay. 1-1. 2, 2, 5, 3. Hä? Muss ich noch irgendwas drücken? 1, 1, 2, 2, 5, 3. Hä? 1 per Zinknecht, 2 Zeitungsartikel aus Dals News. Wie viel schaffst du noch? 2, 2. Geht doch. Horn. Horn ist die 2. Das ist Patientenakte 1. Warte mal, wo waren die jetzt? Hier. 1, 1. Zentnackte. Zeitungsartikel aus Tales News. Oder war es doch was anderes? Da drin im Fotoraum. Kann ich hier durch? Schon. Belastend. Edler. Tales News. Drei. Fünften. Drei. Ach, komm schon. Warum geht das nicht auf? Verstehe ich jetzt nicht. Zeichen des Fallnummer. F aufschließen. 1, 1, 2, 2, 2, 5, 3. Oder von hinten gelesen. Hä? Zwei. Zwei. Hä? Und da ist eins, eins. Andersstrom. Das wäre dann 3, 5, 2, 2, 1, 1. Hä?
Der beobachtet mich. Vielleicht geht es ja später. Naja, dann machen wir mal weiter. Entschuldigung. Mit Hilfe der Beweistafel kannst du die nächste Mission auswählen, vorherige Mission wiederholen oder Beweise untersuchen. Wenn du dieses Symbol siehst, sind neue Beweise verfügbar, die in der nächsten Mission nützlich sein können und mehr. Jetzt haben wir 15 Minuten daran verdrödelt. Das ist ja echt. Nächste Mission. Kein Entkommen. Okay, nächste Mission. Dann schauen wir mal. Mission, Beweis untersuchen. Beweise untersuchen. Ach du Kacke. Das lese ich übrigens nicht alles vor, weil sonst sitzen wir ja noch übermorgen hier. Blablabla. Metcom Delta, alles klar. Tödlicher Schlag. Oh. Oha. So, lass uns übernehmen ins Messer. Okay. Ja, dann haben wir jetzt die ganze Folge versucht, den Code zu lösen, haben sich rausgekriegt, dann schauen wir mal in der nächsten Folge in die neue Mission, weil dann kann ich mal ganz kurz pinkeln gehen, ne? Wir sehen uns in der nächsten Mission, bis dahin und tschüss!